Servus, hallo und herzlich willkommen vom FC Bayern Campus aus dem Münchner Norden zum letzten Testspiel zur Generalprobe der FC Bayern Frauen gegen Atletico Madrid. Und ihr habt es gesehen in unserem Trailer, es ist ein pickepackevolles Programm. Nämlich an diesem Wochenende, nach diesem Live-Spiel, 13.30 Uhr geht's hier los, kommen am Abend die Bayern-Amateure zum Zug, nämlich gegen Illertissen. Um 19 Uhr das Ganze live auf allen Bayern-Plattformen aus dem Stadion an der Grünwalder Straße. Da kann man natürlich auch hinspringen, das ist ja ein kurzer Weg. Und weiter geht's dann live auf dem Channel, nämlich mit der U19 am morgigen Samstag um 11 Uhr gegen den KSC und die U17 am Sonntag ebenfalls um 11 Uhr gegen den Karlsruher SC. Also volles Programm an diesem Wochenende. Und jetzt kann ich euch einladen zu einem sicher tollen Spiel der FC Bayern Frauen. Und dazu schauen wir uns jetzt natürlich mal die Mannschaftsaufstellung an. Wir haben ja einen neuen Trainer mit Alexander Strauß und der lässt in folgender Formation hier die Bayern Frauen auflaufen mit Maler Groß im Tor, Dreier Abwehrkette mit Kumagai, Vigos Dottir und Hannah Glas. Davor Caroline Simon, Sidney Lohmann, Neuzugang Stanway und Maximiliane Rall. Und dann offensiv mit Clara Bühl auf der linken, auf der rechten Spur Linda Dahlmann und dann vorne Lea Schüller. Ja, die Fußballerin des Jahres wurde ja vom Kicker gewählt zu diesem Titel. Also Glückwunsch auch an dieser Stelle an die 24-jährige Top-Stürmerin der Bayern. So, wir warten eigentlich auf den Einlauf der Mannschaften. Ich kann hier schon auch sehen, freier Eintritt übrigens am FC Bayern Campus bedeutet, dass natürlich sich das Stadion hier schon ganz gut gefüllt hat. 2.500 passen rein. Ich könnte mir vorstellen, so rund 500 Plätze sind noch frei, also für kurze Entschlossene kommt es noch rüber. Es ist eine tolle Atmosphäre, also die Gegentribüne, die ist komplett voll. Man hat jetzt auch auf der rechten Seite von mir aus gesehen, die Stehplätze, die Stehplatztribüne hinter dem Tor aufgemacht, sodass also auch da die Zuschauer kommen können. Und man muss auf jeden Fall feststellen, auch dank der Fußball-Europameisterschaft der Frauen, dass das einen riesen Auftrieb, Aufschwung, ein riesen Interesse gegeben hat. Vielleicht auch mit ein Grund dafür, dass man sich entschieden hat, dass wir jetzt auch natürlich diese Partie euch zeigen wollen. Wir wollen natürlich auch wissen, wie sind sie denn drauf, die FC Bayern Frauen, die natürlich nach Titel lechzen. Ganz klar, geht natürlich wieder um Titel in der Bundesliga im DFB-Pokal. Das ist ja gleich die erste Aufgabe, was die Pflichtspiel Appearance anbetrifft. Also so geht's los mit den Pflichtspielen, nämlich mit Pokal. Und wir sehen die beiden Mannschaften bereits einlaufen. Das Ganze unter der Leitung von Angelika Söder. Das ist die Hauptschiedsrichterin für diese Partie, wird assistiert von Daniela Göttinger und Marie-Therese Mühlbauer. Ja, und wir haben es ja gerade gesehen, die Mannschaftsaufstellung, das ist durchaus eine mögliche Anfangs- und Startformation, die sich hier unser neuer Coach der FC Bayern Frauen da überlegt hat. Angeführt die Mannschaft übrigens von Glodis Vigos Dottir mit der Rückennummer 4 als Mannschaftskapitänin. Und zum Beispiel Nina Magrüh haben wir draußen auf der Bank. Also ich glaube, da probiert der Trainer auch ein bisschen was aus. Viel, viel Applaus hier am Campus und das ist schön. Und man hat natürlich auch mit Atletico Madrid einen namhaften Gegner hier zu Gast. Die Gäste aus der spanischen Hauptstadt sind gestern bereits angereist, haben gestern auch noch eine kurze Trainingseinheit hier am FC Bayern Campus absolviert. Ja, und denke mal, schauen wir mal noch schnell, während wir hier noch die Vorbereitungen sehen, kurz schnell mal auf die Aufstellung. Wir haben ja das Mannschaftsfoto sehen. Wir haben folgende Formation mit Lola Gallardo im Tor, dann Merle Barth, deutsche Abwehrspielerin, frisch gewechselt von Turbine Potsdam, dann Hanna Lundqvist, Ainhoa Mosara, dann Xenia Perez, Estefania Banini, Cinta Rodriguez, Irene Guerrero, Maidane Lopez und vorne mit Rasch Ajibade und Ludmilla, eine Brasilianerin, ein torgefährliches Sturmduo. Also jetzt hier das Shake Hands zwischen den beiden Mannschaftskapitäninnen. Wir haben auf spanischer Seite Lola Gallardo
die sich jetzt hier nochmal die Handschuhe ordentlich anziehen lässt, überstülpen lässt, nachdem sie hier den Wimpel zurückgebracht hat. Die Bayern-Frauen stimmen sich nochmal ein in einem Spielerkreis und konzentrieren sich auf die anstehende Aufgabe. Man muss natürlich auch sagen, okay, es ist ein Testspiel, ja. Und wenn man die... Also, da war der Hassel und auch der Schlachthof. Und das wird hier gleich mit Szenenapplaus quittiert. Also, die Stimmung ist schon mal prächtig. Gut, wenn man natürlich auch noch die gesamte Vorbereitung jetzt mal Revue passieren lässt und sich das Ganze mal nochmal vergegenwärtigt. Gehen wir gleich auf die Einzelergebnisse noch drauf ein. Haben wir, denke ich, jetzt im Laufe dieser Übertragung auch noch genügend Zeit dafür. Dann, ja, werden wir auf jeden Fall hier diese gelungene Vorbereitung hoffentlich heute auch zu einem gelungenen Abschluss bringen, wobei ein Sieg nicht unbedingt Pflicht ist, meinte unser neuer Cheftrainer Alexander Strauß. Aus Norwegen kommt er und haben am Ball jetzt Estefania Banini, die den Anstoß ausführen wird. Ich denke, ist alles bereit. Wir haben vielleicht 2 Minuten Verspätung. So, und jetzt geht's auf. Backmas. Atletico Madrid in der schwarzen Spielkleidung von links nach rechts. Es ist dunkelblau, es ist ein ganz, ganz dunkles Blau. Von links nach rechts. Und man sucht sich natürlich auch durchaus mit Sinn und Verstand namhafte Testspielgegner aus, also Teams aus, die eben auch da durchaus eine Mannschaft herausfordern. Es nützt ja nichts, wenn du dir nur so Sparringspartner holst. Einwurf jetzt mit Caroline Simon hier direkt unter uns, unterhalb des Kommentatorenplatzes. Gut aufgepasst von Georgia Stanway. Und es ist natürlich erstmal eine Abtastphase, aber wie schon angesprochen, ist es natürlich auch so, dass Alexander Strauß hier die letzte Gelegenheit hat zu testen, denn gut gelöst von Stanway hier, dieses Rückspiel zu Vigostotir. Und dann geht es über Mala Groß. Laura Benkert ist auf dem Weg der Genesung, Rückkehr nach ihrer Kreuzband-OP. Wünschen wir auch an dieser Stelle gute Genesung. Gibt ja ohnehin personell ein paar Details, die wir auch gleich noch durchdeklinieren werden. Und guter Antritt, gut angelaufen hier über Clara Bühl von Linda Dahlmann in Szene gesetzt. Und dann ist das sehr variabel und gut gespielt. Rall ins Zentrum Richtung Dahlmann, aber da wird es zu eng. Schade, war die erste gute Situation, hätte man ein bisschen mehr draus machen können, aber nochmal sauber draufgegangen von Georgia Stanway mit viel, viel Nachdruck auf den zweiten Ball und gibt die erste Ecke für die FC Bayern Frauen. Und lautstark hören wir da den Trainer Oscar Fernandes von der Atletico-Bank hier seine Anweisungen reinrufen. Standardsituation mit Caroline Simon, kurz ausgeführt. Dahlmann lässt durch, kriegt den Ball nochmal und der ist gefährlich. Der war brandgefährlich, denn ein bisschen abgefälscht. Und drum wurde das Ding richtig scharf für Lola Gallardo im Kasten. Wir sehen es hier nochmal. Eingespielt, Dahlmann erst durchgelassen, Kumagai und dann ist da ein spanischer Fuß dazwischen. Und jetzt gibt es die Ecke von der anderen Seite mit Clara Bühl, wenn ich es richtig sehe, von hier kurz ausgeführt, wieder Caroline Simon. Clara Bühl mit links die Hereingabe, relativ lang und in dem Fall zu lang. Aber die FC Bayern Frauen zeigen schon mal hier in dieser Anfangsphase, wo es hier lang geht. Ja.
Einwurf von Ainoa Morasa. Und Schwierigkeiten für die Gäste, erstmal den Ball zu kontrollieren. Jetzt ist ein bisschen Platz da für Estefania Panini. Dann geht es über Lundqvist und Merle Barth via Maitane Lopez auf die linke Seite wieder raus. So, und jetzt versuchen natürlich alle Spielerinnen nachzurücken. Und das ist eine gefährliche Situation. Und der ist drin. Das ist das Tor aus dem Nichts. Ludmilla, die Brasilianerin in der 5. Spielminute. Einfach hier in Szene gesetzt. Und das ging zu einfach. In der Rückwärtsbewegung waren die FC Bayern Frauen dann nicht auf der Höhe. Das war natürlich auch ein toll vorgetragener Angriff. Mit am Schluss ein bisschen Pech auch an Maler Groß vorbei. Schauen wir nochmal Kuma Gai, dann Caroline Simon und dann spitzelt Ludmilla den Ball da vorbei an der Bayern-Kipperin. Ja gut, Ludmilla, ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, durchaus gefährlich mit 10 Saisontoren. Aus der vergangenen Saison. Ludmilla da Silva ist der Familienname. Aber in Spanien ist es natürlich oftmals der Brauch, sowohl im Männer- als auch im Frauenfußball, dass man sich sogenannte Künstlernamen dazulegt. Vor allem, wenn man aus Südamerika kommt. Und dann ist es eben nur Ludmilla. Da weiß dann auch jeder, wer gemeint ist. Also aufwachen, FC Bayern Frauen, muss man aufpassen. Das ist durchaus ein ernstzunehmender Gegner. Hanna Lundqvist jetzt hier versucht sie da ein paar Zentimeter zu ermogeln. Und dann versuchen die Bayern Zugriff wieder zu bekommen. Das ist rasch Ajibade mit dem blau gefärbten Haaren, die die Vorlage gab. Auch sie eine gefährliche Stürmerin, die hier als Assistentin fungiert hat. Und sofort kommt der Ball wieder gefährlich und da ist Maler Groß. Ihren 21 Jahren hinter Laura Benkert. Dann haben wir natürlich auch noch Janina Leitzig, die übrigens heute auf der Bank sitzt. Vielleicht wird es auch da noch einen Einsatz geben. Haben wir jetzt keine Informationen bekommen, wie groß das Wechselkontingent ist beim heutigen Test, beim letzten Test bei der Generalprobe, bevor es dann in die Länderspielpause geht. Und danach steht der erste Einsatz für die FC Bayern Frauen an. Im Rahmen des DFB-Pokals, das wird also der Saisonauftakt dann sein, gegen die Schanzerinnen quasi, also gegen den FC Ingolstadt, dort zu Gast, auswärts. Das Ganze wird wohl auf den 12. September hinauslaufen, Termin ist noch nicht hundertprozentig gefixt. Avisiert ist natürlich das die Tage zwischen 10. und 12. September. Da also der Pflichtspielauftakt und drum ist das hier die letzte Generalprobe. Kuma Gai. Die Gäste aus Madrid stehen jetzt da sehr, sehr eng. Da war auch Ludmilla dazwischen, quasi in der ersten Abwehrlinie. Einwurf Linda Dahlmann, Caroline Simon. Und du darfst den Ball halt hier einfach keinen halben Meter vom Fuß springen lassen, denn sofort ist die Gegnerin da. In dem Fall ist Stefania Panini, die sich den Ball hier erstmal gesichert hat. Stanway, die frisch gebackene Europameisterin, Georgia Stanway aus England, hier mit einer guten Ballkontrolle. Zurück zu Vigo Stottier. Und dann durch die Verbindungs- Achse über Lea Schüller, der versucht nach vorne durchzustecken.
wieder Caroline Simon Richtung Lea Schüller. Und Frau Söder entscheidet hier auf ein Foulspiel. Die unparteiische Angelika Söder. Aufbau über Merle Barth, die ablösefrei gekommen ist in die spanische Hauptstadt. Clara Bühl. FC Bayern Frauen wirken jetzt ein bisschen aggressiver hier im Spiel ohne Ball. Kumagai, Stanway und dann ist Caroline Simon da, die da ein bisschen Zeit hat, aber ausgerechnet hier Ludmilla findet. Diesmal andersrum auf Abdiade. Und dann ist die Kugel weg. Söder lässt weiterlaufen. Und Maximilian Rall auf der rechten Außenbahn nimmt erstmal ein bisschen das Tempo weg. Linda Dahlmann da mitgegangen. Geht es wieder darum, die Positionen zu finden, Raumaufteilung und dann eben den nächsten Angriff zu setzen. Wobei es ist schwierig, weil sich eben Atletico Madrid hier ziemlich komprimiert zeigt und auf rund 15, 20 Metern in der eigenen Hälfte sich da einigelt. Sidney Loma mit dem Versuch, sich da im 1 gegen 1 durchzutanken. Und schon wieder Ajibade. So, sieht, da ist niemand dabei. So, und jetzt in die andere Richtung. Kluger Pass von Linda Dahlmann auf Lea Schüller. Schüller gegen 3. Wer kommt mit? Linda Dahlmann läuft in Position. Rall und dann aus der zweiten Reihe Stanway. Nächster Versuch, Caroline Simon, Endstation Merle Barth. Atletico hat momentan die Positionen gut gefunden und kombiniert sich da erstmal in der eigenen Hälfte aus der Befreiung. Kann sich da ein bisschen Luft verschaffen jetzt, um den Druck der Bayern-Frauen herauszunehmen und auch das Tempo ein bisschen zu drosseln. Ja, war ja vieles neu für die FC Bayern Frauen zu Beginn dieser Saison. Eben mit dem neuen Trainer, mit Alexander Strauß. Ein durchaus hochdekorierter Mann. Vielleicht hierzulande nicht so allzu bekannt, weil er aus Norwegen kommt und mit Brandbergen mit 16 Siegen aus 17 Spielen für einen fulminanten Meistertitel gesorgt hat. Aber Janka Rech, die zuständig ist für die sportlichen Geschicke bei den FC Bayern Frauen hinter Managerin Karin Tanner, hat da dank ihrer guten Beziehungen in den internationalen Fußball diesen renommierten Trainer hier an die Isar manövrieren können. Der natürlich auch eine gewisse Spielidee mitbringt, dass man eben offensiv auftreten will, dass man Spiele dominieren will. Und ja, und mit diesem Landesrekord im Rücken aus Norwegen, gut, kann man jetzt sagen, wie ist der Stellenwert des Frauenfußballs in Norwegen? So ist natürlich in Skandinavien ähnlich hoch wie bei uns. Und mit Sandviken Brann hat man 17 von 18 Partien gewonnen. So rum ist es richtig. Also hat da einen absoluten Landesrekord aufgestellt. War auch mehrere Jahre Cheftrainer der norwegischen U23 und U19 Frauennationalmannschaft und auch Co-Trainer bei Strømsgodt ZTF. Also auch im Herrenfußball unterwegs gewesen. So, nächste Situation für die Bayern-Frauen mit Sidney Lohmann. Aber da ist kein Durchkommen.
Atletico macht das gut, muss man wirklich sagen. Man steht quasi an den Schnittstellen richtig. Und für die FC Bayern Frauen ist da im Moment kein großes Durchkommen. Langer Bann Richtung Maximiliane Rall von Caroline Simon. Ja, und dann geht es natürlich mit dem neuen Staff, mit dem neuen Trainer, dann auch ins Trainingslager. Als Saisonvorbereitung in die Emilia-Romagna. Dort hat man auch Testspiel bestritten. Auch ist man da gut reingekommen in die, ja, in die Saison wieder. Also das ist ja auch immer so ein Thema. Natürlich sind die Testspiele einerseits, wie soll man sagen, ein Muster ohne punktuellen Wert. Also sprich, man bekommt ja nichts dafür, wenn du eine tolle Vorbereitung spielst. Aber es ist natürlich eine mentale Geschichte. Und dann ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn du da gewinnst, zum Beispiel gegen den Leipzig Crotone. Und dann eben wie zuletzt, und das hat dann doch einen anderen Impact, nämlich, dass man zum zweiten Mal in Folge also den Titel verteidigt hat beim Amos Women's French Cup in Toulouse. Das ist ein Vorbereitungsturnier mit renommierten Mannschaften aus dem Frauenfußball, aus dem, ja, aus komplett Europa. So, und jetzt Merle Barth mit dem Fehler, und jetzt geht es in die andere Richtung. Caroline Simon, Lea Schüller ist da mit dabei, aber Atleticos Defensive ist da sehr diszipliniert. Die sind gleich mit 4, 5 Spielerinnen wieder zurück gewesen. Und so gab es für Clara Bühl auch nur die Option, hintenrum zu spielen. Jetzt das Ganze wieder zu verlagern nach rechts raus über Hannah Glas, die die Kugel wieder bekommt. Und dann geht es zu Saki Kumagai und wieder der Versuch, auf die andere Seite rüber zu wechseln. Es ist momentan wenig Platz. Und sagen wir so, das ist natürlich eine Spielsituation, die den FC Bayern Frauen häufiger blühen könnte, denn es ist natürlich so, dass sich vor allem spielschwächere Mannschaften eher defensiv natürlich einstellen werden gegen die Offensivpower der FC Bayern Frauen. Und insofern ist das natürlich eine Situation, die man in dieser Saison wohl häufiger erleben wird, und darum muss man hier geduldig sein. Man lässt den Ball kreisen, ist jetzt vielleicht nicht so effektiv oder attraktiv, und jetzt Clara Bühl im 1 gegen 1 versucht da vorbeizugehen, und es gibt die nächste Ecke bei Hannah Lundqvist, den Ball da klärt. Ja, also es gab diesen Sieg beim Amos Women's French Cup. Man hat im Halbfinale den FC Barcelona mit 2:1 gezwungen. So, jetzt warten wir die Ecke erstmal noch schnell ab, bevor wir hier wieder zum Historischen kommen. Kumagai da dazwischen, und dann ist es Keeperin Gallardo mit einer Faust, die erstmal das Schlimmste verhindern kann. Und Foulspiel wird entschieden von Linda Dahlmann. Ja, und nach diesem 2:1-Sieg die Tore für die FC Bayern Frauen durch Julia Gwynn und Emilie Laurent, Neuzugang aus Frankreich. Stand daneben das Finale an, und da wartete Manchester United, und da gab es einen klaren 3:0-Sieg. Treffer erzielten Clara Bühl, Lina Magul und Saki Kumagai. Und insofern hat man natürlich auch viel, viel Selbstvertrauen hier wieder mitgebracht aus Frankreich, aus Toulouse, von diesem Turnier. Und hat dann jetzt eben diese Woche ordentlich wieder trainiert, um sich dann eben vorzubereiten auf dieses Testspiel, was eben die Generalprobe darstellt. Denn danach geht's in eine Länderspielpause. Also für die Nationalspielerinnen geht es da gleich wieder weiter. Wie zum Beispiel für Clara Bühl, die hier wieder links sich durchsetzt, stark vorbeigeht. War da nicht eine Hand dabei?
von Lundqvist. Zumindest bleibt die Pfeife von Söder stumm. Wir sehen es nochmal in der Zeitlupe. Ja. Ist durch die Beine durchgesprungen, der Ball, und dann war die Hand am Ball. Absicht wollen wir nicht unterstellen, auch keine Vergrößerung der Körperfläche. Und das war eine Riesenchance für Glodis Vigosotir. In der 19. Spielminute, die da den Ball eher mit dem Körper erwischt hat, als mit dem Kopf, war eigentlich so geplant gewesen. Er hätte trotzdem natürlich gegolten. Ja, ist das schon, ist er mit dem Kopf dran? Steigt zumindest, ja doch, ist schon dran. Weil aber auch Gallardo da mit der Fingerkuppe dran war, hat sich hier diese Kopfballchance entscheidend vereitelt. Und den Ball die entscheidende Richtungsänderung noch mitgegeben. Einwurf. Caroline Simon. Lea Schüller kommt immer wieder mit zurück. Kumagai und Neuaufbau über Georgia Stanway. Wieder der Versuch, hier über die zentrale Achse durchzukommen. Das ist alles andere als einfach, dieses Bollwerk da zu knacken. Tun sich die FC Bayern Frauen im Moment eher schwer. So, und das gibt Freistoß für die Frauen des FC Bayern. Georgia Stanway da gefoult. Keine schlechte Position. So, und dann sind es Caroline Simon und Clara Bühl, die sich die Kugel hier zurechtgelegt haben. Mit links, Caroline Simon, Ball geht lang und geht durch. Haben natürlich auch schon ganz schönes Pensum in den Knochen, jetzt vor allem die Nationalspielerinnen. Waren ja viele, viele Spielerinnen vom FC Bayern München insgesamt in der K.O.-Runde dann 10 Spielerinnen gewesen, wenn wir zum Beispiel auch Karina Wenninger noch mitnehmen oder auch Sarah Sadrazil für Österreich zum Beispiel. Am Schluss waren es dann 6 deutsche Nationalspielerinnen plus Georgia Stanway. Und jetzt sind 2 Bayern-Spielerinnen da zusammengerasselt am Boden. Sowohl Lea Schüller als auch Caroline Simon ist natürlich unglücklich. Hier Linda Dahlmann geht da rein. Unglücklicher Zusammenprall, aber beide stehen wieder, Gott sei Dank. Nicht Caroline Simon war es natürlich, sondern Linda Dahlmann. So, und Angelika Söder erklärt Schiedsrichterball, weil das halt jetzt eine verletzungsbedingte Unterbrechung war. Aber beide wieder okay. Also war vielleicht auch ein bisschen der Schreck, der Schock da mit dabei. Atletico versucht, ja, mit scharfem Kombinationsspiel da den Ballbesitz zu halten. Aber so die Offensivaktionen fehlen mir da ein bisschen. Mit der Georgia Stanway. Kumagai. Und Atletico wird jetzt ein bisschen giftiger. Also versuchen wir ein Vorchecking über Ludmilla, die wir da immer sehen mit der Rücken Nummer 8.
und Stanway, die sich da als Verteilerin aus der Defensive hier bemerkbar macht. Sehr ballsicher, hat in der Regel gute Ideen und dann außen über Caroline Simon. Wieder dort hier rechts draußen ist Hannah Glas, bietet sich an und kriegt dann auch die Kugel. Aber es ist kaum Raumgewinn. Man versucht jetzt vielleicht über die Flügel zu kommen, denn Atletico steht da natürlich nach wie vor sehr diszipliniert und sehr eng vom eigenen 16er. Wieder Linda Dahlmann auf Simon. Ball ist gut. Und Maximilian Rall kommt nicht dran. Hälfte der ersten Hälfte ist rum. Atletico führt seit der fünften Spielminute dank des Treffers von Ludmilla auf Vorlage von Ajibade mit 1:0. Die einzige Chance im Endeffekt für Atletico. Ja, und wenn wir nochmal schnell auf die EM-Teilnehmerinnen draufschauen, wie Marina Hegering, Lina Magul, Lea Schüller, Sidney Lohmann, Linda Dahlmann, Clara Bühl und Julia Quinn. Natürlich war im ersten Moment die Niederlage gegen die Gastgeberinnen aus England schmerzhaft. Trotzdem haben sie sich fantastisch verkauft, für einen richtigen Boom gesorgt. Frauenfußball ist in. Wir verfolgen das beim FC Bayern München natürlich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren auch auf unseren Channels, logischerweise. Und auch da haben wir natürlich auch immer wieder die Entwicklung und merken das auch, welchen Stellenwert der Frauenfußball oder die Frauenfußballabteilung auch mehr und mehr bekommt. Haben wir auch immer wieder aus dem Vorstand hier die Gäste da am Campus, wie Vorstandschef Oliver Kahn oder auch Präsident Herbert Heiner, die da auch immer wieder gern mal mit dabei sind und auch mal zuschauen und auch eben merken, was hier so passiert. Und natürlich auch mit dem Meistertitel vor 2 Jahren, Vizemeister in dieser Saison, dann auch wie immer wieder die tollen Auftritte in der Champions League, Kumagai mit einem guten Stellungsspiel, Atletico kommt nicht raus aus der eigenen Hälfte, jetzt mal Versuch hier von Stanway, den Ball da cross reinzuschlagen. Natürlich auch immer wieder eine andere Idee mal auszuprobieren. Dafür sind natürlich solche Testspiele gedacht und auch gut. Kumagai gegen Ludmilla, kein Foulspiel. So, Schiedsrichterin Söder, dann die Hereingabe ins Zentrum. Entschärft hier von Sidney Lohmann im Zusammenspiel mit Vigo Stottier und am Maler. Groß klärt die Situation. Maitane Lopez mit der 7 hat das Ganze hier durch diese Reingabe relativ scharf gemacht. Jetzt Maximilian Rall. Das ist ein guter Ball in die Spitze auf Lea Schüller. Die bleibt am Ball. Schüller, was macht sie, wenn sie auf dem zweiten Pfosten? Schade, Sidney Lohmann. Hat nicht ganz gepasst von der Abstimmung her. Und nochmal bietet sich Schüller hier an. Aber da passen die Spanierinnen auf. Das war jetzt mal so eine Situation, wo ein bisschen Unordnung gestiftet wurde in der Hintermannschaft der Spanierinnen, dass man da jetzt Druck ausgeübt hat und durch die Variabilität, dass man eben auf beiden Seiten angegriffen hat, auch auf unterschiedlichen Wegen sozusagen. Na, schade, Ludmilla wieder gut aufgepasst. Also großer Respekt vor der Brasilianerin, die das richtig gut macht, die da gut nach hinten arbeitet, was ja eben auch wichtig ist. 27 Jahre alte Brasilianerin in Diensten von Atletico. Hier sehen wir sie nochmal groß im Bild. Raka Tafil ist da sehr, sehr aktiv und
quasi erste Abwehrspielerin, auch wenn sie natürlich nominell da im Sturm aufgestellt ist. Sydney Lohmann. Georgia Stanway. Und das ist natürlich das Risiko, wenn du viele Bälle forderst, sie schnell verarbeiten möchtest und verteilen willst, dass halt auch der ein oder andere Ball mal nicht ankommt. Also insofern ist das natürlich alles auch Erprobungsphase, weil man hier einfach testen kann und das eben auch ausprobieren kann, mit Risiko solche Bälle zu schlagen und dann eben zu schauen, dass das auch irgendwann mal ankommt. Hat natürlich auch viel mit Automatismen zu tun und mit aufeinander sich einstimmen. Sydney Lohmann jetzt muss sich einmal um die eigene Achse drehen und da ist das Zuspiel auf Caroline Simon nicht ganz präzise, die sich da zurückorientiert hatte und der Ball eben ein bisschen weiter nach vorn ging. Hanna Lundqvist. Jahre junge Schwedin. Und wieder die gefährliche Rashidat Ajibade. Auffällig natürlich mit ihrem blauen Haarschopf. 22 Jahre alt, kommt aus Nigeria. Und wie gesagt, letzte Saison 10-mal getroffen in der eigenen Liga. In der Primera Division Feminine. Und das ist ein kluger Seitenwechsel auf Panini. Irene Guerrero. Und dann wieder gesucht Ludmilla, die aufgrund der Beweglichkeit und auch auf der Suche nach den freien Räumen immer wieder gerne angespielt wird. Hanna Lundqvist mit dem Einwurf, dann wieder Estefania Banini, nochmal Lundqvist und dann war das die Idee, da durchzulassen aus der Distanz. Einfach mal abgezogen, kann man probieren. Irene Guerrero. Muss man natürlich auch aufmerksam sein, dass man eben auch den zweiten Ball da kontrolliert und blockiert, dass man halt da nicht unmittelbar so eine Bogenlampe da zurückbekommt. So, und jetzt ist ein bisschen Platz da. Lange raumgreifende Schritte von Stanway. Lea Schüller jetzt diesmal über halb links. Auch der Variable gegen Merle Barth wird gestellt im deutsch-deutschen Duell. Barth, Caroline Simon. Gut abgefangen, da dieser Versuch Longline sich zu befreien von Merle Barth. Ein Missverständnis da auf der rechten Außenbahn mit Clara Bühl, die jetzt rochiert hat mit Linda Dahlmann, mit Lea Schüller. Linda Dahlmann jetzt zentral. Also die drei Offensivkräfte der FC Bayern Frauen verändern da gern mal die Position. Kein Foulspiel an Ajibade. Und dann der Wechsel über das Zentrum. Cinta Rodriguez, Merle Barth, scharfer Ball Richtung Ludmilla. Kumagai dabei und dann Vigas Dottir.
mit einer guten Übersicht, gut im Raum. Langer Ball, Georgia Stanway. Das ist ein guter Ball für Lea Schüller. So, jetzt müsste es schnell gehen. Aber wer hilft da? Clara Bühl versucht kurz zu kommen. Lang stand Linda Dahlmann. Und dann ist kein Durchkommen. Hier Stanway auf Clara Bühl geblockt. War eine gute Situation. Muss sie auch nehmen, den Schuss. Muss sie probieren. Bayern erhöhen jetzt den Druck in dieser 34. Minute. Noch so rund 11, 12 Minuten. Gibt nicht viel Grund, nachspielen zu lassen. Wieder Clara Bühl gut in Position da gegangen. Macht ein, zwei Schritte und jetzt probiert sie es direkt. Arm war angelegt, glaube ich, von Merle Barth. War ziemlich in der Flucht jetzt hier dieser Schuss aus unserer Sicht. Und dann regt sich der Sydney Lohmann ein bisschen auf, warum der Freistoß gegen sie entschieden wird, weil sie hier Rasha Chibade zu Fall gebracht hatte. Ich denke, die Entscheidung geht da in Ordnung. Vorne Lea Schüller wieder zentral. Dahlmann, Sidney Lohmann da dazwischen gewesen. Dahlmann auf der rechten Seite, Clara Bühl links. Aufpassen, Ludmilla, die schnell. Caroline Simon aber dann doch zur Stelle da am Boden. Macht ihren Fehler da wieder gut. Fehler, gut, sie hat sie da nicht auf dem Schirm gehabt. Und das müsste die erste Ecke sein für Atletico. Und zwar mit Estefania Banini. Antonina, Passweg zu, ja? Sag, ist okay. Ball ist lang unterwegs und gefährlich und Tor, der ist drin. Und zwar Rasha Ajibade stellt jetzt hier in der 37. Minute auf 2:0. Ball ist lang, lang unterwegs. Dann ist es auch noch ein Aufsetzer, der für Maler Groß natürlich schwierig zu berechnen ist. Und hier, na, da setzt sie sich einfach richtig gut durch. Rashidat Ajibar, die 1,60 Meter große Nigerianerin. Und da konnte man auch sehen, warum sie so terrorgefährlich ist. Standardsituationen sind Tore, die du natürlich eigentlich gut verteidigen könntest. Zumal eben der Ball da so lange in der Luft war, unterwegs war. Aber sich eben die Top-Stürmerin von Atletico da einfach auch gut durchsetzen konnte in der Luft. Aufpassen. Beinahe zu weit vorgelegt den Ball, Georgia Stanway. Ja, was nehmen wir mit? Zwei Chancen, zwei Tore, Atletico Madrid. Einmal in der 5., einmal in der 37. Minute. Wäre es jetzt ein Pflichtspiel, könnte man sagen, aufpassen. Und es ist eine Abseitsstellung gewesen von Lea Schüller, die jetzt einmal probiert hat, da auf ein bisschen Risiko zu gehen an der Linie.
zur verbotenen Zone. Ja, die Tore zum richtigen Zeitpunkt. Relativ früh in Führung in der 5. Spielminute gegangen, damit die Bayern so ein bisschen in anderen Matchplan reingedrängt. Dass man vielleicht da mehr aufmachen muss, mehr probieren muss nach vorne, als man so wollte. Und dann eben jetzt 8 Minuten vor der Halbzeitpause. Auch das ist wieder so ein Zeitpunkt, der schwierig ist. Ja, jetzt Hannah Glas sich verschätzt und Anjibat mit der nächsten Situation. Uff. Und jetzt liegt die Stürmerin von Atletico Madrid da verletzt im 16er. Und Angelika Söder ruft hier gleich das medizinische Personal hinzu. Schauen wir, was passiert ist. Ja, ich glaube, dass Hannah Glas da ein bisschen zu spät gekommen ist. Oder war es Vigas Dottir, war jetzt genau im Umschnitt. Und könnte sein, dass es da einen Kontakt gab am Knie. Also wirkt jetzt ein bisschen unglücklich, unter Umständen auch, schauen wir mal, es ist schwierig zu sehen, zu erkennen, sowohl vom TV-Bild, ob es die Hand war und die Möglichkeit natürlich auch jetzt hier ein bisschen zu coachen, Feinjustierung vorzunehmen von Alexander Strauß. Und der hat Gesprächsbedarf, der 46 Jahre alte Norweger. Also gibt da einige Informationen, ja. Ja, es ist auch Problem an der Hand. Sie hat jetzt gerade so Lockerungsübungen da auch nochmal gemacht. Und medizinisches Personal ist runter vom Platz. Hoffen wir, dass nichts Schlimmeres ist für Rasch Ajibade. Läuft aber wieder, nimmt einen Schluck aus der Flasche. Also hinten an der Torauslinie bewegt sich jetzt wieder in Richtung Mittellinie, um wieder eingewechselt zu werden. Also das ist die gute Nachricht. Das ist wichtig, dass so ein Test auch immer okay ist. Maximiliane Rall, gute Übersicht. Sidney Lohmann nimmt den Schuss. Schönes Ding. Der war nicht schlecht jetzt hier in der 42. Minute. Leider ein bisschen Effet drauf bekommen, sodass er sich nach rechts ein bisschen wegdrehte vom zweiten Pfosten, vom Tor hinfort. Guter Schuss von Sidney Lohmann. Ja, man muss natürlich ein bisschen versuchen, Atletico noch mehr zu beschäftigen, zu Fehlern zu zwingen, so wie hier jetzt gerade. Dass die FC Bayern Frauen da ein bisschen enger, ein bisschen näher an ihren Gegnerinnen drauf sind, enger stehen. Und natürlich dann bei eigenem Ballbesitz versuchen müssten, durch schnelles Kombinationsspiel und vor allem durch variables Spiel, dieses Abwehrbollwerk, ein 0:2 aus Bayerns Sicht, macht es natürlich nicht einfacher. So, und jetzt nächster Standard. Von rechts kommt von Caroline Simon. Bekommen wir gleich die Neuauflage. Und da geht es eng zu, da am kurzen Pfosten. Clara Bühl bietet sich jetzt kurz an. So, Ball kommt aber nochmal hoch und weit rein. Aber da ist Keeperin Gallardo zur Stelle. Gut, Miller mit dabei und Linda Dahlmann lässt die Kugel erstmal raus. Lea Schüller bietet sich an. Stanway. Caroline Simon und über Vigas Dottir kommt die Kugel leider wieder nicht vorne an.
Und Lundqvist mit einer guten Ballmitnahme. Danini und Merle Barth. So, und dann nochmal raus mit der Kugel, letzte Spielminute angebrochen. Könnt mir vorstellen, dass Schiedsrichterin Angelika Söder da noch ein bisschen was drauflegen wird aufgrund der jüngsten Verletzungsunterbrechung für Ajibade. Und eben auch vielleicht der Tatsache geschuldet, dass wir hier zwei Tore gesehen haben. Also vielleicht bekommen wir noch eine on top. Drücken aber den FC Bayern Frauen natürlich nochmal die Daumen, dass sie noch einen Angriff hier zustande kriegen und den vielleicht sogar erfolgreich abschließen könnten. Maler Groß kommt jetzt da auch entsprechend weit mit raus, um da ein bisschen mitzuspielen. Aber schaut mal, wie eng das hier zugeht. Kleiner Querschläger jetzt. Caroline Simon mit der Hereingabe. Der Ball ist gut auf Lea Schüller. Schade. Und nochmal der Abpraller. Und Sidney Lohmann setzt nach. Was ist denn da? Arm ist oben, Fahne ist oben. Schade. Also Publikum honoriert das auch, dass hier nochmal richtig Druck jetzt im Kessel war. Quasi eine Doppelchance. Also Lea Schüller, der aus spitzesten Winkel, aber da ist Gallardo da. Sehen wir gerade nochmal die Hereingabe, die ist schon stark, aber der Winkel ist natürlich äußerst ungünstig. Nachspielzeit gibt es nicht. Ja, was nehmen wir mit? Atletico kommt zweimal vor das Tor, trifft zweimal. Einmal durch Ludmilla in der 5., in der 37. durch Ajibade. Es ist für die FC Bayern Frauen, glaube ich, alles noch im Soll. Alles okay. Man versucht sich abzustimmen und einzustimmen natürlich auf die kommende Saison. Und wie das Ganze natürlich dann auch funktioniert im Trainingslager, schauen wir uns jetzt an. Wir bekommen die Highlights aus dem Insight vom Trainingslager der FC Bayern Frauen aus der Emilia Romagna. Wir sind dann rechtzeitig wieder zurück mit dem zweiten Durchgang. Bis gleich. Die Region Emilia-Romagna bietet perfekte Bedingungen für die Vorbereitung. Das Teamhotel ist ruhig gelegen und circa 2 Stunden vom Bologna entfernt. Das erste Pflichtspiel im Pokal steht bereits Mitte September an. Trotz der wenigen Zeit ist Alexander Strauß die Vorfreude in jeder Sekunde anzumerken. Der Trainerstuhl beim FC Bayern steht ihm auch schon ziemlich gut. It was a big decision, of course, but it was always going to be one answer when the opportunity came. Bayern is a world club. It's a really, really big club. It's been an ambition of me for a long, long time. If I did well enough to try to come to a big league, a big country, football-wise, it was these type of clubs I was searching for, the biggest clubs. And Bayern is definitely one of the biggest clubs in the world, and I really respect and I'm really humbled to come here, but I also think that I have something to bring to the table also when I come here. Yes, it was a big decision because I was in a project back home that we had started. It was it's a really, really good environment and a lot of the players that we have grown together, and to leave them was never easy, but then again, it's Bayern München. It was always going to be like this. Schon intensive Einheiten hier, sehr, sehr guter Eindruck, sehr sympathisch. Er hat wirklich einen Plan und eine Ahnung von dem, was er machen möchte, von seinem Konzept. Und er ist sehr anspruchsvoll, will gerade die ganze Mannschaft einfach mitnehmen in seine Überlegungen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut, dass wir einfach uns selbst einfach jeden Tag fördern und ja, einfach so die beste Version aus unserer Mannschaft machen.
dem Trainingslager wird aber nicht nur der Körper vorbereitet. Auch der Kopf wird entlastet. Am Strand einfach mal die Seele baumeln lassen. Das Team-Event an der Adria ist vor allem für die Nationalspielerinnen ein gefühlter Tag mehr Urlaub. Personell ist es nur ein kleiner Umbruch. Der Kern der Mannschaft ist geblieben. Neue Qualität und neue Persönlichkeiten sind dazugekommen. Mit Tainara spielt erstmals eine brasilianische Spielerin beim FC Bayern. Die Französin Emeline Laurent rennt so schnell die Linie hoch und runter, dass kaum Zeit bleibt, ihren vollen Namen zu rufen. Sie wird einfach nur M genannt. You know, when you're in the pitch, you just to have the information really quickly, so it's for that it's my surname, like M. It's short and you can give me the information directly after. Und was interessiert eine Engländerin in Italien? Natürlich das gute Wetter. Hallo, ich heiße Georgia und aus ich komme oh no, what is it? Hallo, ich heiße Georgia. Ich komme aus England und das Wetter ist gut. Der Neuzugang von Man City ist ein Mentalitätsmonster. Auch dank ihrer Power feierten die englischen Fußballfrauen den großen Triumph im eigenen Land. We're having a little bit of a laugh about it, a little bit of fun. But no, the girls have been so respectful and the same to me. I feel like we've just got that mutual of football with football. And yeah, the German girls have been super. Georgia ist sicherlich ein Glücksfang für uns und sie wird sich unglaublich gut in diese Mannschaft einfügen. Sie ist ein sehr offener Typ und ist auch, wird sicherlich in der Kabine den einen oder anderen zum Lachen bringen. Und ja, sie ist eine tolle Persönlichkeit und sie macht extrem viel Spaß. Vor allem beim traditionellen Mannschaftssingen. Neuzugang Emily Brakstad aus Norwegen ist mit ihren erst 20 Jahren geboren für die große Bühne. I said you beg, I said you beg.
Am Ende des Trainingslagers wartet noch ein Highlight. Das Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Sassuolo Calcio. Nach intensiven Trainingseinheiten wird das Team heute erstmals in einem Spiel gemeinsam auf dem Platz stehen. Das Wetter will aber erstmal nicht mitspielen. Es gewittert. Der Anpfiff wird um eine Dreiviertelstunde verschoben. Wie agiert Alexander Strauß an der Seitenlinie? Wir haben den Norweger verkabelt und sind so nah dran an der Coaching-Zone wie noch nie. Lina, like I said to the other girls inside, just remember to find the right distance, so you don't get on the same line as Lea, but also drop in between and get the right distance to Sadi and to Georgia, okay? So we can play you the shorter distance, okay? Push the line. Good job, girl. Wait, wait, don't go too early. Saki needs to come. We need to shift together. Come on. Ooh. Ooh. Yes. Når de går, dropper på utsiden, på den siden fra midten, så bare be den kanten foran deg til å stå inne. It would have been a fantastic attack. I feel like our number 10 can put pressure on the centre-backs. Yeah. Because we said we wait if they have it in the box, yeah. But then we are in between. But that's when the fullbacks are high. Now low, low, when they are quite high. Yeah. They do a lot of rotations out on the side. Then you need to have your winger in front, just to drop, so you don't get caught with two against one. Okay? Great first game. Huh? Fun? Yeah. Good. Well done. Yeah. Good. Linda, oh, go, go. Nein! Oh, many. There's so many chances we need to create this. Help, help, help. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Good. You enjoy? Yeah, of course. The first goal is fantastic. That's already in the first or second game. The picture perfect of how we want the movements. Things happen at the same time. The speed on the ball, we penetrate lines, and we take the extra pass before we put it into the goal. Beautiful. Well, well done. Good. In Italien ist mit den Neuzugängen eine Einheit zusammengewachsen. Die neue Saison kann kommen. Und dieses Team macht jetzt schon sehr großen Spaß. Sehr viel Spaß. Wir sind wieder zurück am FC Bayern Campus. Die Erfolge, die sind natürlich auch ein Kriterium
die FC Bayern Frauen haben sich natürlich auch für diese Saison mit ihrem neuen Trainer, mit Alexander Strauß, viel, viel vorgenommen. Und natürlich auch bei diesem letzten Test, dieser Generalprobe gegen Atletico Madrid. Halbzeitpause haben wir angesprochen. Die Gäste aus der spanischen Hauptstadt führen mit 2:0. Treffer nach der 5. Minute durch Ludmilla und Ajibade in der 37. Und wir können es hier schon erkennen, dass die Spielerinnen wieder Richtung Feld kommen hier beim gut gefüllten Campus. Und das macht wirklich auch den Zuschauern Spaß bei tollen äußeren Bedingungen, rund 25 Grad. Die Sonne ist heraußen und wir sehen es auch hier an der Seitenauslinie vor der Bayern Bank. Da tut sich was, da sehen wir Lina Magul, da haben wir Sarah Sadrazil, wir haben Jovana Damjanovic. Wir können natürlich auch gleich noch auf die Auswechselspielerinnen weiter eingehen. Janina Leitzig ist da, also die Ersatzkeeperin Emily Braxtad. Dann Franziska Kett, die hochgekommen ist aus der Jugend. Sarah Sadrazil haben wir schon erwähnt. Emilien Laurent, dann Julia Landenberger und Laura Gloning. Haben wir da also auch noch mit dabei auf der Bank. Die Spielerinnen von Atletico Madrid sind schon wieder zurück. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, welches Gesicht dann diese zweite Hälfte bekommen wird. Und ja, schauen wir mal. Also wir sehen Sara Sadrazil, Lina Magul und auch Janina Damjanovic, die hier von Jerome Reisacher da eingestimmt werden. Im Bild haben wir gerade Cheftrainer Alexander Strauß, der hier auch nochmal spricht. Einmal haben wir Hanna Glas zu seiner Rechten und hat es gerade erwähnt, Leipzig, Damjanovic, Braxtad, Lina Magul, Franziska Kett, Sarah Sadrazil, Emilie Laurent, Julia Landenberger und Laura Gloning. Unten nochmal zum Mitlesen. Also, das sind unsere Ersatzspielerinnen der FC Bayern Frauen. Und es gibt, glaube ich, gleich einen großen Wechsel. Also hier nochmal die taktischen Instruktionen hier durch das Co-Trainer-Team. Ist ein Trainer gespannt, sind auch Marco Knirsch haben wir da dabei, neben Jerome Reisacher und Michael Netolitzki, um auch noch den Torwarttrainer zu erwähnen, so was den hauptsächlichen Staff angeht. So, jetzt müssen wir noch schnell checken, wer da runter ist. Also wir stellen fest, Magul ist drauf, genauso wie Damjanovic. Und dann vermissen wir, glaube ich, Lea Schüller sehe ich hier schon mal nicht mehr. Auf den ersten Blick. Und schauen wir, ob mal Georgia... Georgia ist, meine ich, noch da. Georgia Stanway. Also werden wir gleich verifizieren. Gehen wir erstmal rein in die Partie. Und auch Sarah Sadrazil ist mit dabei. Die Bayern Frauen jetzt in den roten Trikots von links nach rechts. Angelika Söder hat die Partie wieder angepfiffen. Und Spielstand, ihr seht es eingeblendet. 2:0 zugunsten Atletico Madrid. Anna Glas, Rechtsverteidigerin aus Schweden, auch schon jetzt im dritten Jahr hier. Flanke ist lang und länger, aber kein Problem für Cayoro. So, haben wir gerade vielleicht auch über die Außenmikrofone mitbekommen. Also die Einwechselspielerin hat man, Lea Schüller haben wir gesehen, dass sie draußen ist. Clara Bühl und Sidney Lohmann sind jetzt eben auch rausgegangen. Und die Möglichkeit für Linda Dahlmann, aber fair gestoppt. Und dann ist es Damjanovic mit ihrem ersten Ballkontakt. Gute Szene hier für die FC Bayern Frauen gleich nach Wiederbeginn.
Hätten wir auch mehr draus machen können. Hätten wir uns gefreut. Also vielleicht gibt man natürlich auch den Nationalspielerinnen da die Gelegenheit, da mal durchzuschnaufen. Ich hatte es ja angesprochen, im ersten Durchgang steht die nächste Aufgabe an für die Nationalmannschaft. Da geht es zur WM-Qualifikation. Das ist die nächste Aufgabe nach der Euro. Und ich denke auch im Sinne der Leistungs- und Belastungssteuerung ist das nicht verkehrt. Jetzt kluger Ball von Damjanovic Richtung Maximiliane Rall, aber das ist ein Tick zu steil. Die Idee war gut, da mal es zu versuchen, da durch die Gasse, dass man da einfach mal ja, mit einem Steilpass in die Schnittstelle reingeht. Aber das Timing ist natürlich das A und O. Sadrazil und Nina Magul im Zusammenspiel. Anna Glas. Igor Stottir, Sadrazil. Kumagai und Caroline Simon auf der linken Seite. Wie gehabt. Damjanovic kündigt sich an, hat den Ball gefordert und war aber dann doch noch mal stehen geblieben, um nicht in eine mögliche Abseitsstellung zu laufen. Und dann ging der Ball eben von Caroline Simon in die verkehrte Richtung, nachdem Damjanovic da doch noch mal einen Zwischenstopp eingelegt hat. Georgia Stanway. Gefällt mir gut, die Engländerin Lina Magul mit einem Chip, lässig, locker, leider ins Abseits. Aber das ist natürlich so mein Kniff, so eine Idee, einfach so ein Überraschungsmoment. Und auch mit Damjanovic, die wir jetzt hier da in der Spitze sehen, auch hier nochmal, es ist der berühmte Schritt, der da zu früh oder vom Timing her ungenau war. Und darum zu Recht in dem Fall abgepfiffen. Aber Lina Magul mit diesem Esprit, mit diesem Spielwitz, einfach mit dieser Frechheit auch da mal sowas auszuprobieren, schaffst du natürlich auch in so ein, sagen wir mal, ein bisschen eingefahrenes Spiel. Atletico verteidigt, Bayern greift an. Ein bisschen ein Überraschungsmoment hinein. Und das kann dann durchaus dazu führen, dass die Bayern-Frauen das Spiel auch ein bisschen mal in ihre Richtung jetzt hier rübergezogen bekommen. Wünschen würden wir es uns. Und auch die, ich würde mal schätzen, gut 1500 Fans, die hier gekommen sind, um sich das anzuschauen, die kommen da auf ihre Kosten, die sehen was, die sehen ein hochklassiges Niveau mit zwei Mannschaften, die sich da natürlich vorbereiten. Der Saisonstart für Atletico ist am 11. September, also auch noch ein bisschen hin. Haben da also auch noch ein bisschen Luft, aber trotzdem musst du natürlich schauen, dass du dich hier in Stellung bringst. Und jetzt gut freigeblockt für Lina Magul. Die ist aus der Distanz probiert und das sind eben genau die Situationen. Sie hat genau gesehen, dass Gallardo ungefähr ja, 5 Meter zu weit vor ihrem Kasten stand. Und warum nicht probieren, wenn so ein Ding reinfällt? Ja, dann bist du einfach das Cleverle, also einfach der Blitzkneißer, wie man es vielleicht in Österreich sagt, einer, der es halt checkt. Und ja, solche Überraschungsmomente dafür ist eben Lina Magul, die übrigens auch zur Spielerin des EM-Finales Deutschland gegen England gewählt worden ist. Aber eben das Wort Thün war nicht auf der Seite der deutschen Nationalmannschaft. So, Einwurf auf Damjanovic. Und Maximiliane Rall bekommt die Kugel nochmal zurück. Magul auf engstem Raum.
guter Backup jetzt von Caroline Simon, nachdem und da liegt, ich meine, Lina Magul verletzt. Da ist Damjanovic. Im 16er, auch die Medizinabteilung darf jetzt reinkommen, auf Geheiß von Angelika Söder. Damjanovic hat da scheinbar irgendwas abbekommen. Greift sich an den Nacken, also vielleicht im Getümmel, dass natürlich Körperkontakt ist, ist ja klar. Und Damjanovic ist natürlich auch eine Spielerin, die durchaus ihren Körper einsetzt. Und wenn natürlich dann auch mal dagegen gehalten wird und man unglücklich fällt, ist es natürlich gleich passiert, dass man da mal ein bisschen unglücklich liegt. So was wird signalisiert. Ah ja, oh je. Da oben ist das Schlüsselbein, also da, wo sie sich hingreift. Hoffen wir, dass da nichts angeknackst ist. Wird auf jeden Fall jetzt mal erstmal unter Szenenapplaus hier vom Platz von den Betreuerinnen von medizinischem Personal der FC Bayern Frauen heruntergeführt. Schauen wir mal, ob es geht. Also ist natürlich auch erstmal schmerzhaft. Man erschrickt natürlich auch. Und vielleicht mit ein, zwei Minuten Erholungspause, Schluck Wasser. Merken an die Sportlerinnen schnell, ob es wieder geht oder doch besser nicht. Also es wirkt so, wie wenn am Schlüsselbein irgendwie was da im Argen ist, in Verbindung mit dem Nacken. Sie meldet sich aber gerade in dieser Sekunde wieder an und bekommt auch von Angelika Söder wieder die Erlaubnis, auf den Platz kommen zu dürfen. Also geht weiter für Damjanovic und das ist wichtig, Abseits, beziehungsweise nee, hier Ball im Aus, schwierig zu erkennen für uns hier, weil da die Sicht ein bisschen verstellt ist. Das stoppt hier auf Hanna Glas, Sadrazil. Annahme von Rall. Wollte da Hanna Glas mitnehmen. Caroline Simon da auf der gegenüberliegenden Seite, da gut diesen Angriff erstmal unterbrochen. Partie auch schon wieder 10 Minuten alt. Dieser zweite Durchgang. Sadrazil versucht das Spiel zu drehen, auf die andere Seite rüber zu ziehen, aber Bälle sind im Moment schnell weg. Gut zurückgekämpft von Sadrazil. Rall. Und sehr auffällig Georgia Stanway. 23 Jahre alt, Neuzugang. Engländerin, kam von Manchester City und Europameisterin. Sorgt mächtig für Bewegung und Umtrieb. Hier haben wir sie wieder am Ball. Viele, viele Ballkontakte. Linda Dahlmann gegen drei. Sofort umringt Damjanovic. Fuß raus, reicht als Block. Und Sadrazil müsste wechseln, tut sie. Schwierig anzunehmen, der Ball für Hanna Glas. Reicht aber, um weiterzuleiten an Rall. Schade. Also die Bemühungen, die werden mehr, die werden besser, die werden größer. Aber so richtig
die Durchschlagskraft, die ist einfach nicht vorhanden. Weil Atletico Madrid natürlich auch den FC Bayern Frauen das Leben schwer macht. Das ist natürlich schon auch ein ganz guter Job, den der Fünftplatzierte der Primera División Feminine hier so zeigt und hinlegt. Und jetzt einer der gefährlichen Entlastungsangriffe, kann man jetzt schon sagen. Wieder mit Ajibade. Immer noch am Ball. Rasch Ajibade fast nicht vom Ball zu trennen. Erst dann, als Caroline Simon Pumageiter zur Hilfe eilt. Jahre alt aus Nigeria. Rasch Ajibade. Und Ludmilla mit der Rückennummer 8 sehen wir hier auch gerade in Großaufnahme. Die beiden nicht nur von der Papierform her aufgrund der Leistungen aus der Vorsaison gefährlich, sondern eben auch im Spiel hier sehr, sehr beweglich. Nächste Kopfballchance freistehend. Maitane Lopez, die da nicht genügend Druck auf den Ball bekommt. Aber natürlich mit 1,80 die größte Spielerin ist in ihren Reihen und damit natürlich auch prädestiniert für solche hohen Bälle. Anna Glas auf Maximilian Rall. Rall von der Grundlinie und da schmeißen sie sich rein in die Bälle, in dem Fall Xenia Perez, die da eine Flanke verhindert hat. Und gibt den nächsten Standard, nächste Ecke. Caroline Simon, Lina Magulna bei ihr. Da wird ein langer Ball. Gallardo mit einer Faust nicht ganz sicher, aber dann im Nachfassen zur Stelle. So, Stunde gespielt. Auch die Anfangsviertelstunde im zweiten Durchgang ändert nichts am Spielstand. 2:0 führen die Gäste aus der spanischen Hauptstadt von Atletico Madrid. So, wir sehen, es tut sich was. Da haben wir einmal Franziska Kett. Die wir da sehen, die sich wohl vorbereitet und auch Emilienne Laurent. Emilienne Laurent, Neuzugang, kam von Olympique Lyon. Auf der anderen Seite aufpassen. Kummergeil zur Stelle bei diesem Hereingabeversuch. Und jetzt ist es soweit. Es gibt den nächsten Wechsel. Ja, Damjanovic muss wieder runter, das ist natürlich bitter. Und auch Maximiliane Rall. Also wollen wir mal hoffen, dass sich Damjanovic da an der Schulter am Schlüsselbein nicht so sehr verletzt hat. Und wir sehen mit Franziska Kett
Eine junge Spielerin, die aber im Endeffekt genau den Schritt gemacht hat, den man sich natürlich wünscht, wenn man in der zweiten Mannschaft spielt, der FC Bayern Frauen, und dann eben mit 17 Jahren irgendwann mal hochgeht. Mit 17 bereits, muss man auch mal sagen. Und das ist natürlich ja, eine extreme Entwicklung, die sie da nimmt. Mit der Rücknummer 20 orientiert sich jetzt hier als einzige Sturmspitze für Damjanovic. Und ja, relativ positionsgetreu für Maximiliane Rall auf der rechten Offensivseite Emeline Laurent. Hanna Glas. Laurent hat sich schon angeboten, ist da schon mal durchgestartet hier. Ist natürlich oft auch so, dass nach einer intensiven Vorbereitung, nach Trainingslager und dann eben auch so einem Turnier wie in Toulouse und dann haben wir heute quasi das Endspiel dieser Testspielreihe, dass da natürlich auch ein paar Körner irgendwo liegen bleiben. Vor allem, wir haben nochmal richtig hochsommerliche Temperaturen hier in München. Und das geht natürlich dann schon auch an die Substanz, auch wenn wir jetzt einige Wechsel gesehen haben. Vor allem bei den FC Bayern Frauen. Bei Atletico hat sich da noch nicht so viel getan. Aber trotzdem, das ist natürlich auch immer in Anbetracht der Tatsache, wie du in der Vorbereitung auch stehst und natürlich auch wie intensiv diese gestaltet wurde. Dementsprechend ist natürlich auch dann der, ja, der Zustand, der Müdigkeitszustand oder eben auch die Spritzigkeit, die natürlich mit vielen Konditionseinheiten auch ja, noch ein bisschen fehlt. Situation, Abschluss von Franziska Kett. Probiert es zumindest mal, die 17-Jährige. Denke mal, dass Alexander Strauß zu ihr gesagt hat, pass auf, probier einfach mal was. Es ist alles okay. Igor Stottir und Sadrasil im Versuch gegen Abidjan und Ludmilla. Ludmilla setzt sich durch, die Brasilianerin. Und dann gelingt es nicht ganz, den Ball weiter zu spitzeln, weiter zu stöpseln an Banini. Estefania Banini, die da weiter durchgelaufen war. So, und jetzt Laurent mit dem Siegtor gegen den FC Barcelona im Halbfinale des French Women's Cup. Sadrasil mit dem Foul versucht da natürlich dann den Ball zu kommen, leichter Kontakt. Und da fällt dann auch Ajibate relativ leicht. Aber gut, Kontakt ist Kontakt. Und 25 Minuten noch zu gehen. Sinta Rodriguez, die da das Abwehrzentrum dirigiert mit der Rücknummer 15. Hier wieder am Ball, kriegt die Kugel von Merle Barth und verteilt sie dann wieder nach links, landet bei Moraza. Banini, Irene Guerrero und dann ist es der Fehlpass und ja, ein bisschen unglücklich hier. Georgia Stanway hat die heranrauschende Maitane Lopez
dann nicht gesehen oder nicht sehen können von schräg hinten. Gab auch schon die Entschuldigung, Shake Hands so nebenbei. Insofern alles in Ordnung. Runder Ball mit Estefania Banini. Die routinierteste bei den Spanierinnen. Und nicht ungefährlich, diese Freistoßvariante über Moraza. Und in dem Fall die richtige Lösung über Maler Groß, das Ganze zu klären. Aber das Pressing im Moment jetzt hochgehalten von Atletico, die da richtig da sind. Und es kündigt sich jetzt auch dort ein Wechsel an Andrea Staschkova. Kündigt sich an, steht hier schon an der Mittellinie. Und da haben wir sie auch im Bild. Und Estefania Banini geht runter, bekommt hier auch Applaus. So, hat viel gerackert, viele Meter gemacht. Und auch eine gute Partie, muss man auch einfach so sagen, auch gut in Form. So, Achtung, nächste Kopfballsituation. Unglaublich, wie hoch sie steigt. Rasha Djibad. Und mit Andrea Staschkova ist eine 22 Jahre alte Stürmerin reingekommen. 1,80 groß aus Tschechien. Aber erstmal die Bayernfrau mit Linda Dahlmann gegen Ludmilla. Ah, schade. So, kleine Variante. Kumagai spielt jetzt die zentrale Abwehrspielerin in der Dreierkette. Bigostot hier nach rechts rausgegangen. So, Hanna Glas hat ein bisschen Platz da vor sich. Sadrasil hilft ihr. Lang geht hier Linda Dahlmann und das war vielleicht die unglücklichste aller Möglichkeiten. Gut gelöst von Sidney Lohmann. Nee, von Stanway. Sorry. Beiden ähneln sich so ein bisschen von der Art, wie sie laufen. Sidney Lohmann ist ja seit der Halbzeit Pause raus. Und Jovana Damjanovic hat einen Eisbeutel am linken Schulterblatt. Also wünschen wir an dieser Stelle hier gute Besserung. Toi, toi, toi. Hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist. Und schauen wir zur Uhr. Knappe 20 Minuten noch. Hanna Glas auf der rechten Seite hat jetzt hier auch immer wieder Räume. Wechselt mit Vigostot hier. Langer Ball. Wieder richtig Schmackes darüber gezimmert.
nicht anzunehmen gewesen, zu lang geworden für Caroline Simon. Also 18 Minuten noch regulär. Laurent Sadrasil. Magul kreuzte vorne an der 16er Kante. Stanway. Jetzt der Versuch, ein bisschen zu wirbeln, für Tumult zu sorgen. Aber sind natürlich auch groß, die Abwehrspielerinnen von Atletico. Wie eben Cinta Rodriguez. Magul. Jetzt gut mal freigespielt. Hannah Glas. Sadrasil aus der zweiten Reihe. Stark. Beste Aktion für die FC Bayern Frauen. Schuss von Sara Sadrasil. Aber starke Parade von Lola Gallardo. Ganz stark gehalten. Das hätte zumindest der Anschlusstreffer sein können. Aber wie gesagt, starke Leistung von Atleticos Schlussfrau. Nächste Situation, Ball ein Tick zu unpräzise. 29 Jahre alt ist die Torhüterin von Atletico, Linda Dahlmann. Der Druck der Bayern wird jetzt nochmal größer. Auf geht's. Und Gallardo ist ein bisschen unzufrieden mit der Arbeit ihrer Abwehr. Atletico unterlaufen, Fehler im Spielaufbau, ohne große Bedrängnis. Laurent Magul, Hannah Glas wartet erstmal ab. Zeit läuft natürlich gegen die Frauen des FC Bayern München. Also für die FC Bayern Frauen geht es natürlich auch aufgrund des Vizemeisters aus der vergangenen Saison um die Champions League Qualifikation. Also sprich, man ist noch nicht direkt drin in der Gruppenphase. Termin dafür wird in der zweiten Septemberhälfte sein. Und auch da ist die Auslosung noch ausständig, aber zumindest hätten wir schon mal potenzielle Gegner. Also in der Auslosung könnten die FC Bayern Frauen um den Platz in der Champions League in der Gruppenphase entweder auf Ajax Amsterdam stoßen, auf den schwedischen Vertreter BK Häcken. Hanna Klaas jetzt am Ball, apropos Schweden. Aber da passt das Tempo einfach noch nicht so ganz. Und nächste Situation, Endstation. Diesmal Stanway mit nach vorne. Und die nächste Spielerin, die sich verletzt hat, potenzieller Gegner auch in der Champions League Quali, Real Sociedad. Rosenborg PK aus Norwegen. Oder der AS Rom mit Carina Wenninger, denn die Österreicherin ist dorthin gewechselt. Schauen wir uns die Situation nochmal an. Laurent hier mit der Hereingabe. Und dann ist es auch hier unglücklicher Zusammenprall gefallen. Nein.
Also hat da auch was abbekommen. Und es wird schon angedeutet, wir müssen wechseln. Also kommt jetzt auch an hier an der Bank. Also und da gibt es natürlich auch aufmunternden Applaus. Scheint so, als wäre sie da mit dem rechten Fuß umgeknickt. War nicht wirklich gut zu erkennen, ob mit oder ohne Gegnereinwirkung ist. Am Ende des Weges wahrscheinlich auch dann wurscht. Aber auch von hier drückt man die Daumen, dass das nicht ganz so dramatisch ist. Aber gut, Sprunggelenksverletzung immer gleich natürlich dabei. So, drei Spielerinnen stehen parat, nämlich einmal mit der Nummer 30 Neria Sanchez, mit der 31 Claudia Sanchez und mit der 33 Alba Safra. Und runter geht die starke und sehr, sehr auffällige Rasch Ajibad. Natürlich auch, bin mir nicht ganz sicher, ja, mittlerweile angekommen hier. Und auch Ludmilla geht runter. Und Merle Barth hat es da erwischt. Also auch hier über den Stadionsprecher. So, also nochmal drei neue Spielerinnen auch bei Atletico. Staschkova. Und auch das ja, Kabinettstückerl von Irene Guerrero. Wieder Guerrero. Und dann gibt es Freistoß für Atletico. Hereingabe war stark. War nicht schlecht von Claudia Sanchez. Und jetzt Lina Magul, da gut aufgepasst. Laurent auf Dahlmann, starke Ballannahme gegen drei. So, und dann bekommt sie Stress von Maitane Lopez, die sich da beschwert, weil sie das Gefühl hatte, dass sie nicht die Letzte am Ball war. Dahlmann. Linda Dahlmann probiert es alleine. Abpraller Laurent abgefälscht an die Latte. Jetzt wird es ein bisschen wild. Hier zum großen Finale. 10 Minuten noch rund. Sadrazil, kein Vorbeikommen an ihr. Laurent verteilt raus auf Glas. Wo ist die Lücke? Atletico bislang über 80 Minuten, das super diszipliniert in der Defensive. Zieht die Ketten zusammen und jetzt mal der Versuch aus der Distanz. Auch eine Möglichkeit.
Georgia Stanway. Also wenn etwas verlangt wird, dann ist es die Variabilität, wie man hier versuchen muss, dieses Bollwerk zu knacken, das Atletico hier aufgestellt, aufgebaut hat. Das ist natürlich jetzt die große Herausforderung. Und natürlich hat man die Vorbereitung in den Knochen, das ist auch klar. Atletico ist hier durchaus ja, motiviert mit dabei. Auch für die Spanierinnen ist es natürlich eine gute Gelegenheit, sich da vernünftig in Form und Position zu bringen, um dann auch die ein bisschen früher beginnende Ligasaison da entsprechend anzugehen. Endstation Lola Gallardo. So, die nächsten Wechsel bahnen sich an bei den Gästen. Da haben wir Ersatzkeeperin Paola Vizzoso, die wir da sehen. Nochmal ein guter Ball, Versuch auf Laurent, die da richtig schnell ist, aber nicht minder langsam Ainhoa Moraza. Und wieder Irene Guerrero. Einwurf Bayern hätte ich auch so gesehen, ganz neutral, sondern jetzt gibt es noch mal einen Wechsel. Da haben wir Emilie Brakstad auf Seiten der Bayern, aber gleich vier Spielerinnen von Atletico. Runter geht mit der 7 Lopez. Dann haben wir Irene Guerrero, die da nochmal Gas gegeben hat. Ich meine auch Moraza. Und Keeperin Gallardo geht auch runter für Paola Vizzoso, für Sara Garcia, für Laura Rodriguez und Dana Benitez. So, also so wie sich das für ein ordentliches Testspiel gehört, wird da nochmal sauber durchgewechselt. Und bei den Bayern geht runter nach einer läuferisch und kämpferisch starken Leistung Georgia Stanway aus England. Einwurf Hannah Glas, geht noch mal was. Also ein Türchen wäre natürlich wünschenswert, damit das Ganze nicht so ganz ja, eindeutig aussieht. Atletico unfassbar effektiv, kaum Vorstöße gezeigt. Zweimal waren sie da, vorm Kasten der FC Bayern Frauen und zweimal war er drin. So, was kommt da nochmal? Es sind natürlich jetzt auch viele Spielerinnen, die sich hier bewähren wollen oder auch zeigen, dass sie auch was drauf haben. Natürlich viele auch von der zweiten Mannschaft.
zum Beispiel Claudia Sanchez. Shashkova. Dann Sara Garcia. Gibt noch mal einen Standard. Für die Gäste von Atletico Madrid. Und gerade mit den großgewachsenen Spielerinnen heißt natürlich immer wieder aufpassen, diesmal die Ecke zu unpräzise. Beziehungsweise auch die Bayern-Defensive gut gestanden. Das Hadradzil. So, die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Und auch das ist ein gefährlicher Versuch gewesen von Dana Benitez. Da nochmal nach vorne durchzustecken. Lina Magul könnte es jetzt nochmal umdrehen. Aber die Abwehrkette steht. Und ja, guter Einsatz da von Emilie Brakstad. Die jetzt aber prompt liegen bleibt und sich den Kopf hält. Ball jetzt erstmal sicher in den Händen von Paola Bizzoso. Wir sehen es nochmal hier, die Hereingabe von Caroline Simon. Ja, und dann ist es ein Zusammenfall mit der Torhüterin. Aber Emilie Brakstad steht schon wieder. Langer Ball zu Laurent. Komm mal geil. Also wie gesagt, ich würde es ein bisschen auf die mangelnde Explosivität jetzt gerade hinten raus auch schieben im Hinblick auf die lange Vorbereitungszeit, die man da hatte. Intensiv, steckt natürlich in den Beinen und insofern ist das vielleicht auch der Grund, warum man jetzt vielleicht noch nicht hier so ein Riesenfeuerwerk gerade zum Schluss raus, wo man jetzt das Gefühl hatte, auch, dass man versucht, sich da zu finden. Ja, und während ich das sage, pfeift Schiedsrichterin Angelika Söder diese Partie, dieses Testspiel ab. Also mit 2:0 mit den Toren aus dem ersten Durchgang schlägt Atletico Madrid die Frauen des FC Bayern. Die Tore, fünfte Spielminute durch Ludmilla und in der 37. durch Ajibade. Beiden Spielerinnen, die hier dieser Partie durchaus auch natürlich irgendwo auch ein Gesicht gegeben haben und Eindruck gemacht haben. Also, Kopf darf man nicht hängen lassen. Es ist der Auftakt ja, für ein pickepackevolles Live-Wochenende hier beim FC Bayern München. Los ging es also mit den FC Bayern Frauen. Und schauen wir mal uns an, was da alles noch drin ist an diesem Wochenende.